Ich versuche mich von nichts zu einem Porsche hochzuarbeiten. Es gibt 700.000 Golfer in Deutschland und von denen werden im Jahr ungefähr 7,5 Millionen Bälle verhauen. Und einige davon landen eben auch in den Seen, die es auf den Golfplätzen gibt. Diese sogenannten Lake Balls sind, obwohl sie gebraucht sind und im Wasser lagen, bis zu 2 Euro wert. Also rein ins Taucheroutfit. G.I. Joe, auf dem Weg, sich kostenloses Geld abzuheben. Und nach nicht mal 2 Minuten wurde mir klar, wir stehen in einer verdammten Golfkugel. Ich habe wirklich säckeweise Bälle aus dem See geholt und es wurde nicht weniger. Egal, wo ich hingegriffen habe, es waren immer noch Bälle zu holen, also viel zu viel, um den See komplett alleine leer zu machen. Zurück im Büro haben wir die guten von schlechten Bällen getrennt. Dabei geht es um Alter, Zustand, Marke und noch ein paar andere Punkte. Schätzungsweise haben wir so circa 80 Euro in dieser einen Stunde rausgeholt. Das reicht uns aber natürlich nicht. Wir müssen nochmal hin und mehr rausholen und vor allem mehr von den teuren Bällen rausholen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich, wie viele Bälle da noch im See liegen, weil...